Ganz und gar nicht gesichtslos ist Horst. Horst, ein kleiner, kaum bekannter Ort an der Oste, irgendwo abseits der Verkehrsrouten. Die altehrwürdige Feldsteinkirche von Burweghorst gehört sicher zu den schönsten Kirchen im Osteland. Einmalig idyllisch an der Oste gelegen, bietet sie mit ihrem alten, romantischen Kirchhof dem Besucher Ruhe abseits der Hauptstraßen. Das Alter der Kirche ist nicht bekannt. Bauhistoriker schätzen, dass der Feldsteinbau um etwa 1200 entstand. Zu einem Zeitpunkt also, als die Osterniederung unter holländischer Beteiligung kultiviert und besiedelt wurde. Die Siedler bauten ihre kleine Kirche auf einer trockenen Sandinsel, der Horst, nahe der Oste, und weihten sie St. Petrus, dem Schutzheiligen der Schiffer und Seefahrer. Offenbar gab es hier keine adligen Familien, die für ihr Seelenheil prunkvolle Ausstattungen stifteten, wie wir es aus anderen Kirchen der Umgebung kennen. Inzwischen hat das Dampfboot die Mühle Caroline, das Wahrzeichen Hechthausens, erreicht. Die Mühle verfügt nach holländischem Vorbild über eine drehbare Kappe, durch welche ihre Flügel in den Wind gedreht werden können. In der Mitte der 1960er Jahre wurde der Mahlbetrieb eingestellt. Das Mahlwerk ist noch vorhanden, aber nicht mehr funktionstüchtig. Leider scheint dieses sich im Privatbesitz befindliche Bauwerk mehr und mehr zu verfallen. Unmittelbar neben der Mühle verlief die Chaussee zwischen Hamburg und Cuxhaven mit der wohl wichtigsten Fähre an der Oste. Im motorisierten Verkehr der 1920er Jahre war der Pram nicht mehr gewachsen. Nachdem es 1929 Unfälle mit Lastkraftwagen gab, wurde hier der modernere Giversdorfer Reservepram eingesetzt. Dieser hatte eine höhere Tragfähigkeit und war zudem motorisiert. Zu der Zeit wurde bereits über eine feste Brücke nachgedacht, welche ab Mitte der 30er Jahre den Verkehr über die Oste aufnahm. Statt eines Fährgeldes war einige Jahre lang eine Maut an den Mauthäuschen der Brücke zu entrichten. Jetzt war die Oste nicht mehr mit Segelschiffen befahrbar, die zu dieser Zeit ohnehin mehr und mehr durch motorbetriebene Kähne ersetzt wurden. Die stählerne Brücke ist in die Jahre gekommen. Sie sollte schon vor vielen Jahren erneuert werden. Jetzt ist ein Neubau in Arbeit. Nichts hält länger als ein Provisorium. Die 1945 von britischen Pionieren errichtete Behelfsbrücke der Bahnlinie Cuxhaven-Stade hält seit fast 80 Jahren. Und es werden noch einige Jahre hinzukommen. Die erste Bahnbrücke an dieser Stelle wurde um 1880 als technisch aufwendige Drehbrücke errichtet. Die Segelschiffe auf der Oste sollten nicht behindert werden. Der zunehmende Bahnverkehr erzwang den zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke. Die Drehbrücke wurde Ende der 1930er Jahre durch eine feste Brücke ersetzt. Diese neue Brücke wurde am 3. Mai 1945, also kurz vor Kriegsende, durch die abrückende deutsche Wehrmacht gesprengt. Die ebenfalls vorgesehene Sprengung der Straßenbrücke misslang. So konnte eine britische Panzerdivision nach Hechthausen vorrücken. Damit endete der Krieg an dieser Stelle der Oste am 5. Mai 1945. Am 8. Mai erfolgte dann die Kapitulation aller Wehrmachtsteile. Das kleine Dampfboot
unterquert das frisch gestrichene Provisorium. In einem Rechtsknick des Flussverlaufes steht auf dem Deich eine Bank. Unterhalb des Deiches weisen Infotafeln auf zwei Besonderheiten hin. Da ist zum einen der Hinweis auf zwei der zahlreichen Ziegeleien an der Oste, die sich hier befunden haben. Und zum anderen wird von einer Sturmflut vor über 300 Jahren berichtet, deren Folgen noch heute in Form der Burweger Kuhle zu sehen sind. Vormerken für die nächste Radtour. Vorbei an dem Blumenthaler Schleusenfleet dampft das kleine Boot zusammen mit dem Seehund in Richtung Kranenburg. Die Oste windet sich hier durch die weite Ostemarsch zwischen den am Geestrand liegenden Ortschaften Klint und Blumenthal. Die gesamte Marsch stand bei der 1962er Sturmflut unter Wasser, nachdem der Deich bei Krokane gebrochen war. Krokane? Heute ist es eine unscheinbare Pütte zwischen Blumenthal und Hechthausen. Ein Natur- und Vogelparadies, fernab von jedem Verkehrsweg. Seit dem ausgehenden Mittelalter stand an dieser Stelle ein Wirtshaus, eine wichtige Anlaufstation für Schiffer und Reisende. Auf historischen Karten ist ein Gasthaus, eine Anlegestelle für Schiffe und eine Fähre eingezeichnet. Aus der Vogelperspektive zeigt der Verlauf des alten Deiches noch heute deutlich die Konturen der Anlegestelle. Das Gasthaus, der Krug, hat bis zum Ende des 19. Jahrhunderts bestanden. Es war die Blütezeit des Schiffsverkehrs auf der Oste. Dann kamen die Eisenbahn und mit ihr neue Chausseen. Der Verkehr verlagerte sich auf andere Trassen. Der Krug Hörne, die Fähre und die Anlegestelle wurden aufgegeben. In den Jahren 2015 und 2017 haben Archäologen nach dem alten Gasthaus gesucht und sie sind fündig geworden. Gefunden wurden unter anderem Waren aus dem Münsterland, Porzellan aus Berlin, Tonpfeifen aus dem niederländischen Gouda, Glas aus England und vieles mehr. Der Krug hatte vielfältige Verbindungen in Europa und war ein sicher nicht unbedeutender Handelsplatz, vergessen und unter Schlick begraben. Während wir zusammen mit einem Arbeitsschiff in Richtung der ehemaligen Fährstelle Kranenburg schippern, ist an der Steuerbordseite in weiter Ferne der Telegrafenberg zu sehen. Ab 1837 standen mehrere optische Telegrafen entlang der Elbe, die Schiffsankünfte von Cuxhaven nach Hamburg meldeten. Auf der Kuppe dieses Hügels befindet sich die Grabstätte von Max und Margarete von Marschalk, die sich um die Landschaftsgestaltung dieses Landstriches verdient gemacht haben. Kurz hinter der ehemaligen Fährstelle Kranenburg gibt es einen öffentlichen Anleger. Vom nahen Aussichtspavillon lässt sich das Treiben der Vögel in der nahen Pütte beobachten. Pütten, das sind ausgedeichte Schleifen der gewundenen Oste, die bei Hochwasser überflutet werden. Die so entstandenen Wasserflächen sind die Heimat für seltene Vögel. Wer Glück hat, kann den großen Seeadler oder den kleinen Eisvogel beim Jagen beobachten. Wir passieren Laumühlen. Einst blühte hier der Handel mit Sand, Ziegelsteinen und Torf auf.
der kostengünstige Transport auf dem Wasserweg, der zunehmende Bedarf an Torf und Ziegelsteinen für die Stadt Hamburg, der Bedarf an Sand für Beton für den Bau des Nordostseekanals ließen Laumühlen aufleben. Auf einer Werft wurden Holzewer gebaut und repariert. Durch den Bau der Eisenbahn und den aufkommenden Straßenverkehr verlor der Schiffsverkehr an Bedeutung. Die Werft stellte 1916 ihren Betrieb ein. Die Ziegelei schloss ihre Tore. Nur noch das Mühlen im Ortsnamen erinnert in Laumühlen an die alten Zeiten. Das Wappen Laumühlens weist auf die leider nicht mehr vorhandene Wassermühle hin. Wer im Osteland nach einer Wassermühle sucht, findet diese an der oberen Oste oder in etwas Abstand zum Flusslauf. Die Hollner Mühle stammt aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Sie stellte 1940 den Betrieb ein. Zwar ist das Mahlwerk noch vorhanden, doch der Mühle scheint es etwas an Zuwendung zu fehlen. Ganz anders die Wassermühle in Alfstedt. Die Mühle wurde von einem Mühlenverein liebevoll restauriert und wird heute für Veranstaltungen genutzt. Das große Wasserrad hatte 1908 ausgedient und wurde durch eine Fallturbine ersetzt, welche bis zum Ende der 1960er Jahre den Mühlstein antrieb. An der oberen Oste ist die Eismühle schon lange kein Geheimtipp mehr. 1940 wurde die Mühle durch Eisgang stark beschädigt und war seitdem dem Verfall preisgegeben. 1991 wurde sie vom Mühlenschutzverein Selsingen gekauft und mehrere Jahre lang restauriert. Heute lädt die leider nicht mehr funktionsfähige Mühle mit einem wunderbaren Ambiente und selbstgebackenen Kuchen und Torten zum Verweilen ein. Die Mühle in Sittensen wurde erstmals im 16. Jahrhundert erwähnt. Sie wurde bis in die 1980er Jahre betrieben. Die Gemeinde Sittensen kaufte die Wassermühle, ließ sie umfangreich sanieren und richtete hier ein Handwerkermuseum ein. Sehenswert. Soweit ein kleiner, unvollständiger Ausflug in die Welt der Wassermühlen. Heiho passiert das Meheschöpfwerk. Die Mehe war einst ein tidenabhängiger Priel, der Anfang des 20. Jahrhunderts abgeschleust wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Mehe schiffbar durch kleinere Boote und Kähne. Insbesondere wurden landwirtschaftliche Güter, hauptsächlich Torf und Holz, transportiert. Wie überall an der Oste verlor auch hier der Wasserweg durch zunehmende Entwicklung von Straßen- und Eisenbahnverkehr im 19. Jahrhundert seine Bedeutung als Transportweg. Wie viele andere kleine Flüsse wurde auch die Mehe im Rahmen von Entwässerungsprojekten und zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Nutzung in Teilen begradigt. So ist an der Abbenseeter Schiffstelle keine Mehe mehr vorhanden. Auf der Karte ist der alte Flusslauf in Blau, der aktuelle Verlauf in Rot eingezeichnet. Es hat sich vieles verändert an der Mehe. Ein Dampfboot auf der Oste zieht langsam seine Bahn. Es atmet alten Zeiten und wir lauschen dem Gesang. Wo einst die Händler riefen nach fremden Märkten fern, treibt heute sanft die Welle in den Fluss, den wir so gern. Oster, alte Wasserstraße, still und doch so weit. Die Eisenbahn, sie kam und du verlorst den Kampf mit der Zeit. Doch heute wächst du Träume, ein Revier für Abenteuer, wo Freizeitkapitäne segeln und die Landschaft neu beteuern. Die Dörfer an den Ufern
die einst vor sieben waren, erzählen alte Märchen von längst vergangenen Jahren. Die Schiffsstellen verwaist, die Anker rosten still und nur noch alte Fähren wissen, wohin die Reise will. Oste, alte Wasserstraße, still und doch so weit. Die Eisenbahn, sie kam und du verlorst den Kampf mit der Zeit. Doch heute erwächst du Träume, ein Revier für Abenteuer, wo Freizeitkapitäne segeln und die Landschaft neu beteuern. Die Dörfer an den Ufern, die einst pulsierend waren, erzählen alte Märchen von längst vergangenen Jahren. Die Schiffsstellen verwaist, die Anker rosten still und nur noch alte Fähren wissen, wohin die Reise will. Ein Dampfboot auf der Uste zieht langsam seine Bahn in einer stillen Region, wo die Zeit langsamer kam.